Hallo! Hat Fräulein Menke das Zeug zur Dschungelkönigin? Ich habe Fräulein Menke heute am Flughafen hier in Hamburg getroffen, habe sie zum ersten Mal gesehen und ich muss sagen, ich war komplett überrascht und geflasht. Fräulein Menke, wer ist Fräulein Menke? Man kennt sie noch aus den 80ern. Sie hatte da mehrere wirklich klassische Hits wie, soll ich jetzt am besten nicht singen, ne? Hohe Berge, Tretboot in Seenot. Müsst ihr mal auf YouTube hören. Das sind eigentlich ganz, ganz coole Partykracher immer noch. Fräulein Menke ist im Dschungelcamp und sie ist auf jeden Fall jemand, der, ich habe noch nie jemanden gesehen an Promis, sage ich jetzt mal ganz, ganz ehrlich, der so nahbar war und auch so nett war. Sie wurde am Flughafen von ihren Freunden und Fans verabschiedet und sie hat sich da wirklich richtig viel Zeit genommen. Sie war wirklich 2 Stunden vor Abflug da und hat dann wirklich 1 Stunde mit den Leuten noch geschnackt, hat Fotos gemacht, Selfies, Videos etc. und war jemand wirklich, der ehrlich ist, direkt und offen und nicht so ohne Attitüde. Man kennt das ja manchmal, man merkt es auch, wenn Menschen eine Rolle spielen. Und wenn Fräulein Menke wirklich in dieser Natürlichkeit und auch die so was leicht Verrücktes hat, sie auch an sich, was sie super sympathisch macht, wenn sie die mit ins Dschungelcamp nimmt, dann hat sie wirklich die besten Chancen. Ehrlich, ich hätte sie vorher auch nicht auf der Agenda gehabt, bis ich sie heute gesehen habe am Hamburger Flughafen. Mein männlicher Favorit wäre übrigens, halte mich nicht für bekloppt, wäre Jens Büchner. Von den Frauen ist Fräulein Menke aber ganz weit vorn. Ich hoffe, sie lässt sich von den jungen Hühnern nicht so verrückt machen, dass sie da irgendwie negativ auffällt. Und ich glaube auch, dass sie jemand ist, die ihre Meinung geradeaus heraussagt. Ja, und das könnte sie auch, das macht es auch auf jeden Fall spannend. Das wird es auf keinen Fall langweilig machen, weil sie definitiv sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Das ist schon mal ganz, ganz spannend. Von den jungen Hühnern haben wir ja noch Sarah Joelle Janelle da drin. Dann haben wir noch Gina Lisa Lofink. Und wen haben wir noch an Frauen da drin? Ja, auf jeden Fall ist Fräulein Menke die Frau da, die wirklich kein Silikon und keine bekloppten Schönheits-OPs hinter sich hat. Die ist natürlich, die ist cool, die ist witzig. Ich kann euch jetzt schon sagen, das wird mit ihr nicht langweilig werden. Deswegen, wenn es dieses Jahr eine Frau wird, dann kann es zum aktuellen Zeitpunkt für den Experten hier nur Fräulein Menke werden. Und das sage ich nicht nur, weil ich sie heute Morgen persönlich getroffen habe und natürlich dadurch subjektiv beeinflusst bin. Es sagt mir einfach, mein Dschungelcamp-Trash-Herz sagt es, hey, Fräulein Menke, du hast das Potenzial. Rock die Hütte, unterhalte uns prima. Schau zu, dass du nicht so in der Ecke driftest wie vielleicht Helena Fürst, sondern versuch einfach offen und ehrlich zu sein und ich hoffe, du holst auch RTL auf deine Seite. Dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen im Dschungelcamp. Oder was meint ihr? Habt ihr schon einen Favoriten für den Dschungelkönig? Schreibt das mal in die Kommentare rein und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!